politische Überzeugung, die ich als Karin Heumann habe, aber nicht jeder in meiner Firma hat ja die gleiche politische Überzeugung. Und dann muss man quasi wirklich eine echte Überzeugung sich überstülpen. Ja. Das ist noch was anderes, finde ich, als zu sagen, das ist ein gutes Produkt oder ich glaube an euren Veränderungswillen bei RWE und ich glaube an das, was ihr tut oder ich esse das gerne oder also diese Bulle jetzt zum Beispiel nicht, aber da hätte ich jetzt ein Problem. aber wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen würden, bewerben Sie diese Bulle, dann würde ich mir eben überlegen, ob das überhaupt geht. Ja, mit Gewalt vielleicht. Ne? Aber sie schaut schlechter aus, als sie ist, oder? Ja, so ein bisschen Vulkanasche drin oder so. Ja, so ungefähr. Das ist Trinken auf Sicht. Die schmeckt gar nicht so schlecht. Ja, darf ich Sie fragen, Ihre politische Richtung? Eher konservativ oder eher links? Oder sind Sie Wechselwähler? Ich muss auch beschämt feststellen, dass es dieser alte Spruch, wenn man irgendwie jung ist und nicht links ist, dann hat man kein Herz. Und wenn man alt ist und nicht rechts, dann so hat man irgendwie kein Gehirn. Aber und so. Sie sind ja noch so jung. Genau. Also, man wird schon mit zunehmendem Alter, muss ich auch bei mir sagen, etwas konservativer, als es mal war. Aber als ich jünger war, habe ich wirklich für Frauenhäuser gekämpft und so rote Haare gehabt und hab wochenlang Eier aufgehoben in meiner Jugendstube, damit ich Strauß damit bewerfen kann, als er nach Wetzlar kam. Sie haben Strauß beworfen? Ja, da haben Sie ja mal im Leben wirklich eine gute Sache auf. Haben Sie es dem Seehofer gesagt? Nein. Wen fanden Sie überzeugender jetzt als Marke, Seehofer oder Wachenknecht? Das sind schon wirklich beides Marken. Also als Menschen sind sie beide Marken. Jetzt mal ganz unabhängig von der Partei, ist es schon unglaublich, wie selbstähnlich die sind. Ja. Also bei Marken sagt man ja, wenn sie sind ja auch selbstähnlich, nicht nur durch ihren Outfit, sondern diese Verschmitztheit von Seehofer und so weiter, das zieht sich halt durch. Und ich will das jetzt schon zu Ende schreiben. Vielen Dank, Frau Heumann. Bleiben Sie sitzen. Das war Belzig und Elzig mit meinen Gästen, Horst Seehofer, Sarah Wagenknecht.